Wenn ich an meine Schulzeit denke, an mein letztes Schuljahr, sicher nicht die einfachste Zeit gewesen für mich. Auch für meine Mutter, denke ich nicht, für niemanden wahrscheinlich, damals, was mit mir zu tun hatte. Ja, und man hätte einiges auch, oder ich hätte einiges auch besser machen können. Das ist weder der Anfang noch das Ende von John Bürkis Geschichte. Als Jugendlicher tickt er nicht so, wie es Eltern und Schulbehörde verlangten. Schlussendlich stand er da, ohne Schulabschluss. So endete der Film, den ich 2011 über John gedreht hatte. Wie sieht sein Leben heute aus? Davon handelt diese Reportage. Der 12 Jahre alte Film über John ist noch immer Thema an verschiedenen Schulen. Heute ist er Gast in einer Abschlussklasse im St. Gallischen Buchs. Wer sucht jetzt heute noch eine Lehrstelle? Ich kann mir schon die Hand über. Also ich bekomme halt viele Absagen über. Jawohl. Und das schießt mich halt ehrlich an, weil ich habe mir halt Mühe mit der Bewerbung und so. Und ja. Die Klasse hat viele Fragen an John. Lehrerin Michaela Tanutzer sammelte sie und trägt sie vor. Wenn du nochmals zurück an die Oberstufe könntest, was würdest du anders machen? Ich würde, glaube ich, alles anders machen. Ich war wie nicht wirklich bereit für das. Ich war in der Schule und hatte andere Sachen, die mir im Kopf herumgeschwirrt sind. Sachen, die aus heutiger Sicht weniger wichtig sind, aber die haben mich damals einfach mehr beschäftigt. Und durch das wahrscheinlich habe ich auch nie wirklich grosses Interesse entwickelt für die Schule oder für das Lernen, für die Prüfungen. Die meisten Prüfungen, die auch nicht wirklich anspruchsvoll waren, die habe ich halt einfach versickelt. Oder? Sachen, die man heute denkt, das hast du ja nicht mal verstehen müssen. Es hätte gelangen, wenn du einfach Fleiss investiert hättest und ein paar Sachen auswendig gelernt hättest. Oder? Und ich habe, glaube ich, zu viel von denen versickelt und darum nachher schlechte Noten bekommen. In der Nähe von Oster, wo ich aufgewachsen bin, eigentlich ursprünglich mal. Blenden wir zurück. Der 16-jährige John kehrt nach einem mehrwöchigen Timeout zurück in die Sekundarklasse im Aargauischen Berg. Ist der da? Ja. Und? Was ist das für ein Gefühl, anstatt zu arbeiten, ist wieder zur Schule gekommen? Ich bin ein bisschen froh, wieder da zu sein, Mann. Ins Timeout musste er aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Schulordnung. Ich bin erleichtert, wieder in der Schule zu sein, nicht mehr zu arbeiten. Also noch nicht, ja. Warum erleichtert? Ich bin einfach froh. Zwar, weil ich jetzt erstens mal nicht mehr so einen langen Schulweg habe. Und weil ich da in der Wärme hocken und konsumieren darf. Im Unterricht ist John nicht ganz bei der Sache. Hey, raffen Sie die Werbung rein. Männer werden nie erwachsen, nur ihre Spielzeuge werden teuer. Also nur ein Schieb werden. Das ist gut, ja. Dann würde ich sagen, wir steigen in die Pause. Der John bleibt bitte noch schnell da. Sein Verhalten störe den Klassengeist, sagt Lehrerin Susanne Champer. Einmal mehr redet sie dem Jugendlichen ins Gewissen. John, du sitzt ganz sicher nicht auf den Tisch. Ja. Du sitzt am Tisch. Also John, wir zwei müssen noch mal kurz ein Gespräch führen, wie schon öfters in den letzten. Du weißt, was wir von dir erwarten. Ja. Und das, was du machen kannst, sind so Selbstverständlichkeiten, wie Aufgaben machen und pünktlich dastehen. Bist du dir dessen bewusst, dass du dich auf einem Grat befindest? Okay, ich gebe mir. Hand drauf, John. Gell? Wir sitzen heute in einer Woche wieder hierher und ziehen die Bilanz. Ist gut? Ja. John möchte Grafiker lernen. Doch mit schlechten Schulnoten eine Lehrstelle zu finden, ist schwierig. Bisher reiht sich Absage an Absage. Um seine Chancen zu vergrößern, bewirbt er sich als Detailhandelsverkäufer.
Das ist für ihn keine Herzensangelegenheit. Dementsprechend hält sich seine Motivation in Grenzen. Mit wem schreibst du denn jetzt? Jetzt schreibe ich mit einem Kollegen aus Frick, den ich in der Sommerferien mal kennengelernt habe. Also wir kennen das jetzt 2-3 Jahre schon. Und das machst du immer parallel zum Bewerbungsschreiben? Ja, nicht immer, aber eben, wenn ich mal gerade am Schreibtisch hocke und etwas mache, dann lasse ich den nebenbei laufen. Oder dann. Bist du nicht ein bisschen unkonzentriert? Das meine ich eben viel, aber ich kann eben auch Musik hören und Hausaufgaben machen und lernen. Nein, also das ist halt für mich eine neue Beschäftigung. Oder? Wenn, dann bin ich gerade online und weiss, wann, wer, irgendwie, wo hingeht. Zur gleichen Zeit im Wohnzimmer nebenan. Johns Stiefvater Zoran Sekalic schaut sich eine DVD an. Ja, es ist einfach fantastisch, wenn Sie das sehen. Die Aufzeichnung zeigt eine Massenveranstaltung einer ungarischen Freikirche, bei der auch der Kroate Mitglied ist. Immer wieder schaue ich den Film. Es macht mich richtig leidenschaftlich, das zu schauen. Es begeistert mich. Christliche Werte will Sekalic auch seinem Stiefsohn vermitteln. Und dazu eine Anleitung zum beruflichen Erfolg. Hoi John. Was, ich habe etwas aufgeschrieben. Ich muss das mal lesen. Wir haben ja das Buch miteinander gelesen. Also wir sind dran, dem Buch Georg. Und der Georg, der Student, du weißt ja selber, wir sind ja an diesem Buch dran, der weiss auch nicht, was er will. Und du hast ja nicht lange Zeit. Nächstes Jahr geht die Schule zu Ende und du solltest eine Lehrstelle haben. Also von dem her, die Sanduhr läuft. Auch die drei wichtigen Fragen: was macht mir echte Freude? Wo liegen meine einzigartigen Stärken? Was will ich in meinem Leben erreichen? Du das immer wieder dich selber fragen und dranbleiben an dieser Sache. Es ist sicher eine interessante Sache, die Sache mit der Lehrstelle. Es ist ein Prozess halt. Zorn ist gut, wenn ich später rausgehe. Ja. Bevor er raus darf, gibt es noch ein gemeinsames Abendessen. Mutter Joelma Sekalic arbeitet als Kundenassistentin in einer Bank. Die gebürtige Brasilianerin ist für den Familienunterhalt zuständig. Ihr Ehemann verdient ein Zubrot als Zeitungsverträger. Der ehemalige Personalberater gab seinen Vollzeitjob auf, um sich mehr mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Die Entschlossenheit und der Ehrgeiz. Und ich wünsche mir, dass das mehr, dass da mehr aus Eigenantrieb, was passiert. Dass ja, das ist natürlich genial. Dass er zum Beispiel nach einer Woche am Freitag kommt und sagt, los, Zoran, ich habe jetzt 2 Bewerbungen gemacht, ohne dass wir jetzt etwas sagen müssen, sondern dass es wirklich von ihm aus. Das ist natürlich gut. Das ist natürlich super. Ihr findet, ich sehe die Idee mega gut und ich habe Talent für das und ich sollte mal das ausprobieren. Oder ich sollte Sprachaufenthalt dort und dort machen. Eben, das ist aber die Sache mit dem Potenzial. Das ist für uns ist so klar. Ja, für euch. Das muss ihm auch bewusst werden. Das kannst du eben nicht kommunizieren. Auf jeden Fall. Für mich ist es wichtig. Ein Handelsfach, nur damit ich etwas habe. Wenn ich das handle, schaue ich weiter, was der Grafiker oder der Polygraph anbelangt. Weil das ist das, was ich gut kann, das ist das, was ich jeden Tag machen werde. Vor der Abschlussklasse im St. Gallischen Buchs erzählt John, wie er damals das Familienleben empfand. Ihr habt ja das mitbekommen mit dem Stiefvater. Und das ist für mich auch nicht so einfach gewesen, weil ich habe mich damals gefühlt, als würde ich etwas fremdbestimmt werden, oder als käme man heim. Und sobald man heim ist, ist man eigentlich unter Kontrolle von jemand anderem. Oder? Man hat es auch gesehen in der einen Szene, wo er ins Zimmer kommt und eigentlich das gut meint und mir möchte mit, glaube ich, 7 Schritten sind es gewesen, möchte zeigen, wie ich jetzt meine Lehrstelle finde. Und ich war absolut nicht empfänglich gewesen für das. Und das mit der Hausaufgabe war noch speziell gewesen, weil ich bin heimgekommen, habe gesehen, okay, ich bin nicht wirklich allein. Was habe ich also gemacht? Ich habe mein Zeug hergestellt und bin wieder raus. Und habe irgendwelche Leute getroffen. Ich war einfach nicht gern zu Hause, oder? Ja. Der 16-jährige John steht von allen Seiten unter Druck. Nur zu seinem leiblichen Vater, den er selten sieht, ist die Beziehung locker.
Der 47 Jahre alte Roger Bürki ist Finanzberater und hat aus zwei gescheiterten Beziehungen drei Kinder. John wünscht sich, beim Vater einzuziehen. Jetzt bin ich in eine kleinere, aber für modernere Wohnung gegangen, oder? Und jetzt ist natürlich noch zweieinhalb Zimmer, oder? Und jetzt habe ich eine Freundin, oder? Und ist auch ein schwierig. Im Moment geht es eigentlich nicht so gut. Aber ja, ich muss jetzt eine neue Wohnung beziehen, grösser in dem Fall, dann können wir das machen, ja. Aber es geht nicht so schnell von heute auf morgen. Ich muss schnell anrufen. Und ich gehe schon auf den Balkon. Auf den Balkon? Mhm. Ah. Also, da gehe ich schon raus. Mhm. Der hure scheiß Dollar ist ja schon am Arsch. Oder? Ist für dich eine Enttäuschung, dass du jetzt nicht zum Vater kannst gewohnen Moment? Enttäuschung nicht. Es ist einfach ein anderer Weg, den ich nehmen muss. Oder? Aber eine Enttäuschung ist es eigentlich nicht, nein. Weil irgendwann wäre ich sowieso selber, also allein gewohnt, oder? Aber es wäre einfach praktischer jetzt gewesen, oder? Beim Vater zog John nie ein. Der heute 28-jährige Single lebt in einer WG. Roger Bürki ist nach Brasilien ausgewandert. Also ich zeige dir das erste Mal die Aussicht. Eigentlich habe ich da relativ schnellen Zugang zum Meer. Aber, oder? Das ist 2 Minuten zu klären. Ja. Hast du jetzt eigentlich mal vor, auf Brasilien zu kommen oder so etwas? Je nachdem, Geschäfte. Es ist, ich glaube, nächstes Jahr wahrscheinlich. Also irgendwie so im August, September. Wahrscheinlich, nicht sicher. Mal schauen. Haben Sie rückblickend das Gefühl, Sie haben zu wenig Zeit für den John aufgebracht? Die Vorwürfe macht man sich als Elternteil natürlich immer, dass man zu wenig Zeit für den Sohn aufbringt, oder? Ich muss natürlich auch sagen, ich hatte dort 2 weitere Kinder gehabt. Und das sind insgesamt 3 Kinder. Auch eine Ehefrau dort. Wo es dann auch nicht mehr so richtig geklappt hat. Also, es war eine Zeit, die challenging war, also herausfordernd. Und man hat einfach gemacht, was man kann. Man hat einfach alles versucht, unter einen Hut zu bringen, oder? Aber sicher, wenn ich es einst könnte richten, dann hätte ich vieles anders gemacht. Was zum Beispiel? Ich bin zum Beispiel Banker geworden, dass ich mehr Zeit habe für den Sohn, einen normalen 0815-Job als irgendwie ein Ingenieur oder so etwas. Aber das sind natürlich Spekulationen, oder? Gut. Ja, also in dem Fall mach's gut. Danke. Einen schönen Tag. Dir auch. Ciao. Merci. Tschüss. Gibt es auch etwa die Momente, wo du fast verrückt bist auf den Vater von damals? Hand aufs Herz, das hat es auch schon gegeben. Das hat es auch schon gegeben. Also ich habe wirklich dann mit dem Älterwerden gemerkt, dass ich dadurch schon ein bisschen etwas verpasst habe. Also verpasst. Ich habe Vorteile und Freiheiten gehabt, oder? Und gewisse davon geniesse ich auch heute noch mit ihm. Ich bin auch schon in den Ausgang gegangen mit ihm, oder? Und das ist natürlich auch, hey, das gibt es ja nicht, oder? Aber mal tatsächlich. Und es war bisher auch immer lustig gewesen. Und das ist natürlich absolut cool. Auf der anderen Seite eben, fehlt einem natürlich ein bisschen etwas. Herbst im Jahre 2010. Im aargauischen Birr findet eine Krisensitzung statt. Es geht um John. Eingeladen sind seine geschiedenen Eltern. Vater Roger Bürki nimmt zum ersten Mal an einem Elterngespräch teil. Lehrerin Susanne Ciampa kritisiert das Verhalten des Jugendlichen. Wir wissen, dass er raucht, er kifft. Wer kifft, kann nicht wirklich gut studieren und den Kopf brauchen. Mhm. Sie als Eltern, haben Sie ihn kontrolliert? Nein, ich bin sehr passiv gewesen. Gebe ich zu. Mein Mann hat ein bisschen mehr drauf geachtet. Ja. Wobei, die Dinge, die ich zuletzt erfahren habe, die er gemacht hat, das hat mich wirklich erstaunt, dass er so weit gekommen ist. John wurde auf dem Schulhaus von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Eltern erfahren erst jetzt, was er konkret angestellt hat. Es ist ganz klar bewiesen, er hat
Die Kamera ist breit. Er ist gefilmt worden. Es gibt eine polizeiliche Untersuchung. Die Schulleitung hat den Jugendlichen wegen Sachbeschädigungen angezeigt. Wenn er jetzt nicht aufpasst, dann geht er runter. Ja. Gell schon? Du weißt es. Also, ich habe gar nicht gewusst, dass die Situation so dramatisch ist. Ich habe gedacht, es sei alles Paletti. Sicher nicht besonders gute Note, aber von dem her kein Grund zur Sorge. Mhm. Ich muss allerdings auch sagen, ich bin auch nicht gerade in einer sehr komfortablen Situation. Meine zweite Frau hat sich von mir getrennt. Oder? Und ich habe eigentlich nur Probleme selber am Hals. Oder? Die Umstände, die er hat, keinen richtigen Vater daheim und einen, der vielleicht ein bisschen hart ansetzt. Oder? Vielleicht sollte man ihm für die letzten 6-7 Monate, die er jetzt noch hat, nicht allzu viel Stein weglegen. Oder? Wenn ich mit ihm rede, dann scheint alles in Ordnung zu sein. Und wenn ich frage, wieso man spät zur Schule gekommen ist, dann gibt es keine richtige Antwort. Nicht das befriedigend ist. Die Zeit ist zu knapp, morgens um 6:55 darüber zu reden. Und am Abend mag ich nicht. Bis morgen. Schönen Abend. Das ist bei der Rühne der Fall, gell? Wie war es für dich, als deine Mutter an den Elterngesprächen geweint hatte? Ich glaube, damals ist mir es ist mir zwar unangenehm gewesen, aber man nimmt es einfach hin. Oder? Ich weiß nicht, wie ihr das habt mit Elterngesprächen, ob ihr auch schon dabei sind oder wie ihr das empfindet, aber an mir ist das damals ein bisschen vorbei. Und wenn ich das heute anschaue, dann geht mir das. Ist das schon einmal anders? Es geht mir etwas mehr unter die Haut. Das Elterngespräch verbesserte die Situation nicht. Deshalb kam es daheim zu einer heftigen Auseinandersetzung mit Johns Stiefvater. Was ist denn genau vorgefallen? Ja, Diskussionen, Missverständnisse. Und nachher ist es halt etwas ausgekartet. Also Schläge wieder? Zwei Wochen lang hatte Zoran Sekalic polizeilich verordnetes Hausverbot, weil er den Stiefsohn geschlagen hatte. Johns Mutter hat ihn angezeigt. Nun ist der Kroate wieder daheim. Kommen Sie da nicht auch in Konflikt mit sich selber? Einerseits sind Sie sehr religiös und auf der anderen Seite gewalttätig gegenüber dem Stiefsohn. Das ist eine Diskrepanz, sehen Sie das nicht so? Gut, ich meine, das Stichwort gewalttätig. Die Szene ist ja die, dass ich ja nicht ein alkoholisierter Vater bin und frustriert einfach reinschlage und oder den John hasst. Das ist ja nicht das Motiv. Das Motiv ist ja, dass ich sehe, das Gespräch und verbindliche Sachen, die man abspricht, nicht eingehalten werden. Und dann ist es so weit gekommen, dass ich halt einmal in eine Ohrfeige gehauen oder mehrere Ohrfeige gehauen habe. Trotz schwieriger Vergangenheit trifft sich John heute noch regelmäßig mit seinem Stiefvater und der Mutter. Vieles ist ausdiskutiert und geklärt worden. Ja, ich habe Fehler gemacht. Und als Stiefvater habe ich Druck aufgesetzt und habe einfach das unterschätzt, dass John sehr sensibel ist. Und dass man hier da muss. Ja, Geduld haben mit jungen Leuten. Nein, ich glaube auch heute, dass ich bin nicht empfänglich war für gut gemeinte Ansätze, wo du Zoran damals verfolgt hast. Ja. Das hat bei dir für ein Unverständnis gesorgt. Und dann hast du vielleicht Mittel ergriffen damals, die für mich wiederum nicht in Ordnung waren. Und so hat sich das Ganze aufgeschaukelt, oder? Dich habe ich nur immer als Opfer gesehen. Und so ein Täter. Und ich bin da in der Mitte gestanden und wusste nicht, wo ich mich dann positionieren kann. Ja. Ich glaube, ich habe schon auch ein Stück weit einen Verarbeitungsprozess ein Stück weit müssen machen. Jetzt eben, wenn es ums Verhältnis geht, wie wir das heute haben. Oder? Das heisst, wirklich eigentlich können. Wie soll ich sagen? Weitermachen und
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bewusst habe vergeben in dem Sinn. Vielleicht bin ich einfach auch nicht so nachtragend. Ich glaube, dass Vergeben eine große Rolle gespielt hat in dem Ganzen. Also, ich meine, John hat ja, uns alle vergeben. Und wir uns selbst. Ne? Ja, es hätte auch anders kommen können. Jeder von uns hätte anders können. Es hätte ja können führen zu einem totalen Kontaktauflösung. Ja, und das gibt's auch. Das hätte können sein, oder? Ja, es ist schon schön und gut, sage ich mal, dass wir irgendwo durch all so ein bisschen den Rang gefunden haben und heute ein angenehmes, gesundes Verhältnis haben. Mm. Im Mai 2011 sinkt Johns Motivation in jeder Hinsicht auf den Nullpunkt. Das wird dem 16-Jährigen zum Verhängnis. Nach dem Unterricht sind er und seine Mutter von der Schulleitung zu einem Gespräch geladen. Ich möchte Sie begrüßen zu dem Gespräch, das für uns alle nicht einfach ist, wo wir aber nicht mehr abwenden können. Wir wissen alle sehr genau, deine Situation ist nicht einfach. Aber wir können dir auch nicht mehr helfen. Du hast alle unsere Hilfe. Unsere Hilfestellung hast du abgelehnt. Und die Klassenlehrerinnen sind immer mehr verzweifelt, weil die Hausaufgaben sind eigentlich hauptsächlich nicht gemacht worden. Nur der Durchschnitt ist immer tiefer runtergegangen. Sie haben sich gross Mühe gegeben. Und die Entscheidung ist uns extrem schwer gefallen. Aber es bleibt uns nichts mehr anders übrig. Auch wird ja vor allem auch im Skilager relativ offensichtlich Cannabis konsumiert hast. Und das ist ganz klar ein Verstoß gegen diese Regeln. Und vor allem gegen die Schulregeln. Und jetzt müssen wir jetzt halt konsequent ziehen und sagen, nach der Frühlingsferien tut dein Leid schon. Können wir dir an der Schulbier keinen Platz mehr bieten. Aber er beendet doch, oder? Nein, er beendet nicht. Und im Prinzip hätten wir das schon lange machen können, aber man immer wieder gedacht, ja, wir packen es. Frau Sekund. Dann brauche ich noch eine Unterschrift. Es ist für mich schon ein bisschen schwere Kost, den Film heute so zu schauen. Zum einen wegen mir selber, aber auch so Szenen mit meinen Eltern, oder? Und auch die Lehrpersonen. Ja, es war schon nicht ganz einfach. Also ich glaube, meine Mutter hat zu dieser Zeit schon einiges durchgemacht mit mir. Und, ja. Nur noch 3 Wochen hätten gefehlt bis zum Ende des Schuljahres. Nun steht er da als Schulversager. Ausgeschlossen vom Unterricht, ohne Abschluss. Ich glaube, die ersten 2 Monate nach der Schule habe ich nicht viel gemacht. Ich war einfach unterwegs wie vorher und habe Freunde gesehen und war viel draußen, aber habe nicht wirklich viel mehr gemacht als vorher. Halt einfach ohne Schule. Oder? Und weil ich gewusst habe, okay, jetzt fangen dann alle Lehrer an, alle fangen an zu arbeiten, habe ich für mich gewusst, okay, ich muss jetzt irgendetwas machen. Oder ich kann nicht einfach daheim bleiben, es wird auch langweilig, so nach 2 Monaten nichts machen. Und so habe ich mich beworben in Burger King und habe einfach mal an der Kasse beim Burger King gearbeitet. Mit 20 absolviert er die Rekrutenschule. Anschließend dient er sich bis zum Oberwachtmeister hoch. Zum ersten Mal realisiert er, dass er für sein Leben die Verantwortung selbst übernehmen muss. Nach dem Militär habe ich vielleicht auch noch ein bisschen anders gedacht als vor dem Militär. Man wird auch ein bisschen reifer, oder? Hat noch ein bisschen mehr Erfahrungen, redet dann mit anderen, lernt andere kennen, was die machen. Und so ist es dann gekommen, dass ich noch mal einen Job gesucht habe. In einem Callcenter. Und es ging darum, einfach etwas zu machen, Geld zu verdienen und irgendwie, mich selbst ein bisschen zu beschäftigen.
John besucht eine kaufmännische Schule und findet anschließend eine Stelle bei einer Versicherung. Also habe ich gelernt, was es heisst, mal an den Tisch zu hocken mit einem Kunden und ihm Sachen erzählen zum Thema Versicherung. Und eben auch, was es heisst, sich so ein bisschen gut anzulegen beim Arbeiten. Seit 3 Jahren arbeitet er bei einem bekannten Versicherungsunternehmen. Ein Gespräch mit einer Kundin steht an. Ich habe verschiedene Hüte an. Einerseits als Teilzeitangestellte in einem angestellten Verhältnis und auf der anderen Seite aber auch als selbstständige Erwerbende. Und habe in der Vergangenheit gemerkt, dass die Deckung, die ich im Moment habe, privat, dass die zum Teil nicht reicht. Macht Sinn. Ich denke, wir könnten das machen. Es ist auch gut, dass wir das machen. Und ich würde sagen, dass wir im gleichen Zug auch gerade anschauen, wo vielleicht sonst auch mögliche Deckungslücken wären. Weil jetzt ist es ja, glaube ich, zentral um den Betriebsrechtsschutz gegangen. Vor allem als selbstständige Unternehmerin kommen noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel eine Betriebshaftpflichtversicherung. Also, die seht's, er ist ein beliebter Versicherungsberater. Sein Chef ist mit ihm sehr zufrieden. Gerade aufgrund seiner Vergangenheit sei John im Beruf erfolgreich. Klar, wenn jetzt das vielleicht nur negativ ist, dann müssen wir vielleicht. Ich glaube, der John ist damals als Teenager sehr missverstanden worden. Und das ist etwas, was ihn jetzt sehr geprägt hat. Er versucht auch in jedem Kundengespräch, sich in die Kundin oder den Kunden hineinzuversetzen und ihn zu verstehen, um dann auch die beste Lösung anzubieten und dann eben auch die Kundin oder den Kunden in jeder Lebenssituation begleiten. Und das ist sehr stark ausgeprägt bei ihm, weil er selber durchgemacht hat, das Missverständnis, dass er da jetzt sich sehr stark in das Gegenüber hineinversetzen kann. Ein spezieller Moment. John trifft nach Jahren seine ehemalige, inzwischen passionierte Lehrerin Susanne Ciampa. Ebenso, nach längerer Zeit. Ja. Mit dabei sind auch Stefan Wittmer und Cindy Fersch. Alle drei besuchten vor 12 Jahren dieselbe Abschlussklasse. Siehst du gut aus. Danke. Merci, ja. Ich bin gerne dort. Ja, genau. Man kennt alle noch. Wollen wir mal schauen, wo wir waren? Dankeschön. Seit Ende der Schulzeit ist es der erste Besuch im ehemaligen Klassenzimmer. Das ist doch nostalgischer, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Da kommen Erinnerungen auf. Aha, so. Ja. Nicht Biologieprüfungen und Franz Wörtli-Prüfungen. Die Karte da. Ja, wirklich. Also. Da fühle ich mich gerade angesprochen. Ja, heute sind wir im Ernst vom Leben angekommen. Voll im Berufsleben. Erfahrungen gemacht? Ja, diverse. Und wahrscheinlich nicht dort, wo wir gedacht haben, dazumals, dass wir landen. Stefan Wittmer lernte Straßenbauer und arbeitet noch heute auf diesem Beruf. Cindy Fersch ist Fachfrau Kinderbetreuung. Zurzeit macht sie die Berufsmatura und will danach Psychologie studieren. Am frohsten und am glücklichsten bin ich, dass der John den Weg gefunden hat. Weil dort war einfach die Situation wirklich sehr unbefriedigend. Und zwar für alle. Für die am meisten, das ist klar. Für uns als Schule. Wir haben gesagt, das ist ja keine Lösung. Im John bringt da nichts. Wir waren einfach an der Grenze. Ja, es ist dann plötzlich extrem ruhig geworden im Klassenzimmer. Ja, John hat schon gefehlt, aber es ist. Ja, wir haben viel probiert, viel gemacht, mit dem Wellen helfen. Mich hat es einfach auch belastet und ich habe es einfach eine schlimme Situation für ihn gefunden und ich habe einfach ihm so gut wie möglich helfen. Ist das richtig, dass man John 3 Wochen vor Schulende zur Schule rausgerührt hat? Also das klingt jetzt so dramatisch. Also für ihn war es wahrscheinlich schon dramatisch. Ich habe auch schon gesagt, richtig war es nicht. Es war auch nicht richtig, ihn zu behalten. Es war einfach konsequent. Irgendwann mussten wir Konsequenzen ziehen. Wir können nicht immer sagen,
John oder wer es denn auch immer ist. Es gibt ganze Haufen andere Johns noch oder auch Girls, wo man muss sagen, schau, da ist Grenze. Und wenn die immer nicht respektiert wird, dann muss man handeln. Und sonst darf man es vorher nicht sagen. Das ist einfach... Wie siehst du das heute? Zum einen stimme ich dem absolut zu. Ich selber bin, glaube ich, auch der Meinung, es ist zum guten Glück nie ein Problem gewesen. Also es ist mir zum guten Glück nie zum Verhängnis geworden. Das ist auch nicht selbstverständlich, nein, denke ich. Aber es gibt natürlich auch Meinungen, wie man hätte doch jetzt noch für die letzten paar Wochen das können irgendwie... Händler. Genau. Ja. Vor der Schulklasse im St. Gallischen Buchs spricht er zum Abschluss über seine Karrierepläne. Mein jüngster Erfolg, sage ich mal, ist die VBV-Prüfung. Das ist eigentlich die erste berufsspezifische Prüfung für den Beruf, den ich heute mache, oder auf Versicherung und Vorsorge. Genau, das habe ich erst gerade Ende November habe ich die Prüfungsergebnis bekommen mit zu meinem Erstaunen guten Noten. Oder? Ich hatte in der schriftlichen Prüfung einen 5er und in der mündlichen einen 5,5er. Und das ist für mich auch nochmal völlig was anderes als damals in der Schulzeit. So ein Erfolg, sage ich mal. Ja, das ist eigentlich Stand heute. Was in Zukunft noch werden kann, ich habe jetzt zwei Bilder darauf. Das eine ist Psychologie. Ich überlege mir im Moment, ob ich die Schulbank nochmal drücken soll, ob ich eine Matur nachholen soll und dem nachgehen, wo mich bisher doch am meisten fasziniert. Und das wäre eine Option, vielleicht ein Studium probieren zu machen. Dort oder so. Und das Zweite ist auch so ein bisschen mehr ein Gedankenspiel, ist vielleicht eine Selbstständigkeit. Oder? In der Schule wollte John Bürki nicht lernen. Aber danach verstand er die Lektion, die ihm das Leben gab.